Asamas 2019, The Good Life, die Aussage von Sino Davidov, verbinden wir heute mit einer weiteren wunderschönen Geschichte, nämlich mit den Reisetätigkeiten von Winston Churchill. Das Haus Davidov hat auch 2019 eine neue Serie unter der Flagge von Sir Winston Churchill präsentiert. Dazu heute hier an diesem Abend im Business Club in Hamburg noch ein paar Informationen, die wir gleich einsammeln. Gespräche mit Olaf Ruf, dem Geschäftsführer der Deutschland GmbH, mit Mario Schametz, dem Marketingchef des Hauses Davidov in Deutschland und natürlich mit Sam Reuter. Sam Reuter, der Macher, der hinter diesen ganzen wunderschönen Plans steht. Ja, Sam, ich freue mich, dich wiederzusehen. Danke, Peter. Gleichfalls, ebenso. Immer wenn es neue Plans aus dem Hause Davidov gibt, dann dürfen wir uns auch unterhalten darüber. Ja. Das finde ich eine ganz grandiose Geschichte. Ihr seid mit Davidov richtig auf einer Schiene, auf einen Zug aufgesprungen. Also Reisen, das soll mir ja nicht auffallen. Und mit dem Reisen hat ja mit dem Herrn Davidov, andersrum mit dem Herrn Churchill, auch eine ganze Menge zu tun. Genau. Also ich meine, der Zino ist auch gereist. Aber Winston Churchill war ja eine Figur, die einfach für dieses Reisen, für den Genuss, für alles, was kulturell steht, auch wirklich herübergebracht hat. Und ihr habt diese Geschichte mit Churchill übernommen, habt erste Serien wann auf den Markt gebracht? Die erste im 2014 und das vorher mit dem Reisen, der Zino Davidov ist auch viel gereist, im 1925 nach Argentinien, nach Brasilien, Kuba, und das hat uns quasi auch den Input gegeben, zum Tabak aus verschiedenen Herkunftsländern zu beschaffen. Und aufgrund von dem ist eigentlich die Winston Churchill-Linie erstanden, weil wir haben einen Mann mit sehr vielen Charakteren. Er war Reisender, er war Staatsmann, er war Aristokrat, und wir haben probiert, diese Charakterschaften eine Zigarre zu wandeln. Und zum das machen haben wir überlegt, wie man das können machen, und haben gesagt, dass wir vier verschiedene Herkunftsländer in die Zigarre hinein verpacken. Also du hast nicaraguanischen Tabak drin, du hast dominikanischen Tabak, Mexiko und Ecuador. Und das so viel zum dem ganzen Charakterbild herzustellen. Und jetzt haben wir neu eben die Traveler. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Ja, genau. Also jetzt gibt es was Neues. Jetzt gibt es was Neues. Jetzt gibt es den Traveler, also wieder ein Charakter von Winston Churchill. Er war Reisender, er war sehr viel unterwegs. Und auch hier haben wir gesagt, okay, wir bleiben der Linie treu, eine komplexe Zigarre, vielschichtig, und tun es auch dementsprechend blenden. Diesmal sehr speziell, wir haben ein Robusto-Format und zum ersten Mal ein Corona-Format nur für den Duty-Free. Aber vom Blend her gleich, das heißt, du hast 40% nicaraguanischen Tabak drin, ausbalanciert mit drei verschiedenen dominikanischen Tabake, ein mexikanisches Umblatt und diesmal ein dominikanisches Deckblatt, anstatt vom ecuadorianischen Deckblatt für die anderen beiden Linien. Hört sich absolut spannend an. Ja. Ihr geht jetzt in den Markt, ist das jetzt hier Opening heute in Hamburg? Genau, also wir sind ja eigentlich schon im Markt gewesen vorher in USA und in der Schweiz und anderen Ländern. Aber ich sage immer, das Gute daran ist, später in den Markt zu gehen, weil sie ist jetzt schon so nachgefragt und die Leute suchen nach der Zigarre, und jetzt können sie in Deutschland perfekt kaufen, weil sie wissen, sie wird gerade lanciert. Also sobald das Video draußen ist, also stürmt in die Fachhandelsbetriebe und kauft dieses wunderschöne Produkt. In Deutschland, ich habe es gerade eben zum ersten Mal gezogen, also ein wirklich schöner Genuss vom Anfang an, zieht sich wirklich sehr schön rein. Mal gucken, wann das alles zu Ende ist. Das schätzt du, wie lange raucht man daran? Ich würde sagen, ungefähr 45 Minuten. Und was ich vergessen habe zu sagen, zum dem ganzen Charakter Reisenden, haben wir die Kiste auch, die ist quasi in Form von so einem Lederkofferbezug, und arbeiten zum ersten Mal mit Boveda zusammen. Also das heißt, er hat einen Boveda-Pouch unten drunter, sodass wir auch können die Zigarre wirklich auf Reise mitnehmen, wo auch wirklich dann feucht in der Kiste bleiben, ohne dass Zigarre in den Humidor kommen. Also diese Abrundung mit den Accessoires fand ich absolut spannend. Genau. Das ist also ja auch zu so einer Persönlichkeit wie Winston Churchill absolut passend. Genau. Passend zu dir das Gespräch. Wunderbar. Ich freue mich, dass du das alles wieder so toll rübergebracht hast. Hoffe, dass unsere Zuschauer begeistert sind. Ja, sehr gerne. Ja, Asamas 2019 Hamburg, wie schon angekündigt. Großer Auftritt mit Davidov. Davidov hat Churchill abgerufen.
und Churchill eine wunderschöne Zigarrenentwicklung, die wir schon mit Sam Reuter besprochen haben. Ja, was heißt das, wenn so eine Veranstaltung wie heute auf dem Plan steht? Dann muss man ja schauen, dass ein tolles Produkt auch in den Markt kommt. Was tut denn die Deutschland GmbH für dieses neue Produkt? Ja gut, also ich meine, wir haben natürlich heute dieses Event. Wir haben unsere besten Händler eingeladen zu diesem Event und Journalisten und Konsumenten, um das Produkt vorzustellen. Und wir haben natürlich mit der Marke Winston Churchill natürlich auch einen Botschafter. Das ist Randolph Churchill, der Ururenkel von Sir Winston Churchill. Und das ist natürlich ein perfekter Rahmen, den wir heute Abend hier bieten, um das neue Produkt, die Limited-Serie, die Travel Edition von Winston Churchill entsprechend vorzustellen. Es gibt ein Zigarren-Tasting heute Abend mit Pairings, mit Whisky, mit Kaffee Martini, mit diversen Drinks, die wir heute Abend servieren, um auch eine komplette Reise mal durch die gesamte Winston Churchill-Serie zu machen. Aber heute ist Fokus die Winston Churchill Traveler Edition. Wenn so ein neues Produkt vom Markt kommt, heißt das natürlich Vertrieb in Gang setzen. Olaf Hofer hat es gerade schon gesagt. Ja, wie läuft das denn jetzt nach draußen? Was passiert da so? Was kann ich mir als Nichtwissender an der Stelle vorstellen? Naja, also ich habe beispielsweise nicht erst nächste Woche, sondern ich habe jetzt schon angefangen, Kisten zu verkaufen. Wir haben hier viele Fachhändler. Ich habe schon mal die ersten Bestellungen aufgenommen für die neue Limited Edition. Also das geht ganz schnell. Wir wollen ja auch das dann gleich. Jetzt wird gerade Social Media mäßig alle posten, machen Fotos von den Kisten, die wunderschön sind. Und wir werden jetzt gleich Montag erste Auslieferung machen. Und dann geht es natürlich richtig los. Unser Außendienst wird Gas geben. Die werden, haben jetzt schon ihre Top-Kunden angerufen und informiert, hier, das kommt jetzt, wie viel willst du haben? Ich kann dir nicht so viel geben. Also es ist eben limitiert. Und daran arbeiten wir. Limitiert ist immer gut. Limitiert ist was Besonderes. Was Besonderes natürlich die Churchill generell. Olaf Ruf hat gerufen, alle sind heute gekommen. Jetzt möchte ich doch ganz gerne mal wissen, wie wird denn der Fachhändler an der Stelle sensibilisiert, speziell ein solches Produkt in seinem Laden zu verkaufen? Ja, also ich sag mal, wir haben natürlich mit unserem Distributionsnetzwerk mit 300 Top-Händlern, die Davidoff mittlerweile in Deutschland vertreiben, das Glück, dass die Händler wirklich alle heiß sind auf so ein Produkt, was wir jetzt gerade auf den Markt bringen. Und ich meine, die Traveler Edition ist im Duktus umgesetzt worden, wie man das von Davidoff kennt. High-Class Packaging, Branding und auch das Produkt ist erstklassig. Und das motiviert die Händler automatisch. Wir haben einfach bei jeder limitierten Serie, die wir auf den Markt bringen, immer wieder eine erhöhte Nachfrage, die wir gar nicht stillen können. Und das Produkt wird genauso wie die anderen limitierten Produkte, die wir in der Vergangenheit eingeführt haben, ratzfatz ausverkauft sein. Also von daher, was Mario gerade gesagt hat, ich kann dem nur zustimmen, die 50 Jahre Jars, die wir im Sommer bzw. auf der Intertabak mit dabei hatten, die waren auf der Intertabak gar nicht mehr verfügbar, ja, weil sie einfach schon im Sommer abverkauft waren. Und so wird es sicherlich auch mit der Winston Churchill Traveler Serie sein. Davidoff heißt ja nicht nur Zigarren, Davidoff ist einmal schöne Accessoires. Gibt es speziell zu diesen Serien jetzt auch was Neues? Absolut. Wir werden für den Zigarrengenießer das komplette Programm anbieten. Es wird wunderschöne Humidore geben, Zigarrencutter, Aschenbecher, Etuis, alles in dem Style. Also es gibt einen bestimmten Stil, wenn man sich die Kisten, die werden die hoffentlich gefilmt haben. Die Verpackung und so weiter, also es hat einen bestimmten Farbton, es sieht wunderschön aus. Das wird alles heute vorgestellt. Und wie gesagt, wir haben die ersten Bestellungen schon im Sack, um es mal knallhart zu sagen. Wir werden Montag, kann ich mal nachschauen? Ja. Wir werden am Montag sofort ausliefern, auch die Accessoires. Vor allem in München haben wir einen Händler, der sehr, sagen wir mal, Great Britain-affin ist. Und er hat sofort die Bestellung schon, bevor wir überhaupt hier waren, ausgelöst und wird das in seinem Fenster dekorieren. Die Frage, die auch an Olaf gestellt wurde: Wir werden natürlich unsere Händler unterstützen mit allem, was wir haben in Sachen Merchandising, Marketing, Dekorationsmöglichkeiten. Da sind wir, glaube ich, ziemlich gut unterwegs in Deutschland, haben tolle Fenster inzwischen fest installiert in den Fachgeschäften und die werden natürlich jetzt im Winston Churchill-Style sein.
Muss also zu jedem Produkt gehört eine Story. Und Sie haben das Glück, dass Sie mit der Churchill Story wirklich eine Marke haben, zu der man eine Geschichte erzählen kann. Das macht ihr perfekt. Die Frage ist halt, wie kommt das auch wirklich nach draußen? Also deswegen muss ich mal nachfragen. Das Churchill, wunderbares Produkt. Churchill, Zigarren, wunderschön geblendet. Aber diese ganze Geschichte dazu, um Winston Churchill, kommt das wirklich rüber? Gut, es ist natürlich schwierig, ganz klar, dass das bei jedem von unseren 300 Fachhändlern dann auch wirklich ankommt. Das ist die Aufgabe, letzten Endes dann auch von unseren Außendienstmitarbeitern und letzten Endes die Aufgabe von Mario, das gemeinsam mit seinen Mitarbeitern entsprechend rüberzubringen. Deswegen machen wir diese Fensterdekoration. Es ist ja nicht nur, dass wir diese Traveler Limited Serie jetzt promoten wollen, sondern im Zuge mit der Limited eben dann eben auch die ganzen anderen Produkte, die wir von Winston Churchill im Sortiment haben, eben auch zu promoten. Und Winston Churchill, die W-Serie, die wir im Markt haben, zeichnet sich halt ganz stark dadurch aus, dass wir wirklich aus unterschiedlichsten Provenienzen, aus Mexiko, aus Peru, aus der Dominikanischen Republik, aus Nicaragua, dass wir hier Tabake verwendet haben, die wir hier blenden. Und das macht die Winston Churchill-Serie aus. Wenn Sie mal die klassische weiße Serie der Winston Churchill probieren, es ist eine Aromabombe. Jetzt haben wir vor einem halben Jahr die Late-Hour-Serie eingeführt. Auch die wird wieder im Fokus rücken jetzt in der Verkaufsrunde. Die ist extrem gut angelaufen. Wir haben auch Nachbestellungen jetzt mit dem Single Malt Fasslagerung des Tabaks. Haben wir natürlich auch wirklich einen sehr, sehr tiefen und tiefgründigen Blend entwickelt, der klassischen Aromabombe Winston Churchill Serie noch so ein bisschen nochmal einen zusätzlichen Kick gibt. Und die Traveler Edition ist jetzt eine recht kräftige Robusto, die wir im Markt einführen. Im Duty-Free-Bereich wird sie als Corona-Format geben, im Etui, aber in Deutschland explizit nur als Kiste. Und die Churchill im Churchill-Format? Was ist damit? Gibt es sie auch? Die Churchill im Churchill-Format gibt es von der Traveler-Serie nicht, aber davon gibt es eine Robusto. Aber es gibt natürlich in der Late-Hour-Serie und auch in der klassischen weißen Serie von der Winston Churchill gibt es das Format der Churchill natürlich auch. Und das ist auch ein sehr beliebtes Format. Ja. Ich meine, Churchill-Format ist natürlich die absolute... Bietet sich an, ne? Ja, absolut. Ist absolute Punktlandung. Ja. Also, die Bombe geht in den Markt, absolut. Die Bombe wird auf Reise gehen, so wie Winston Churchill auch auf Reise ging. Das Paket ist rund, das Angebot, die Optik stimmt dazu. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Dankeschön. Ja, ein wunderschöner Abend mit Zigarren, ein wunderschöner Abend mit Tabakwarenfachhändlern aus ganz Deutschland, die heute hier waren, um sich eine neue Winston Churchill Zigarrenserie vorstellen zu lassen. Dazu gab es richtig gutes Essen, richtig feine Küche, richtig fein zelebriert von zwei Herren, die ich jetzt hier aus der Küche geholt habe. Also im Moment gibt es jetzt nichts mehr aus der Küche. Nee. Aber erzählen Sie mir doch bitte mal, wie Sie so eine Komposition für einen solchen Abend mit diesen Aficionados zusammengestellt haben. Ja, also wir haben uns natürlich ein bisschen gerichtet, tatsächlich hier an den unterschiedlichen Ländern. Wir hatten ja Amerika, wir hatten Dominikanische Republik, wir hatten Marokko. Und da haben wir uns natürlich ein bisschen orientiert, was gibt es dort zu essen, was sind die Gewürze, die Aromen dieser Länder. Und das in der Kombination mit der Zigarre geht natürlich sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, oder? Das hat gut funktioniert. Haben Sie vorher die Zigarren geraucht? Nee, persönlich bin ich nicht Raucher. Nichtsdestotrotz kennt man ja so ein bisschen die Aromen, die dahinter stecken. Also selbst wenn man jetzt, sag ich mal, auch an so einer Zigarre riechen tut. Und ich glaube, dass so eine Zigarre immer noch ein paar Schokoladennoten mitbringt. Also das machte das Dessert ein bisschen einfacher. Die anderen herben Noten, sag ich mal, die im Menü vorkamen, wie der Herr Hauser schon gesagt hatte, haben uns dann sehr an den Aromen, an den Gewürzen des jeweiligen Landes ein bisschen danach gerichtet und versucht, ein bisschen was zusammenzustellen, was dann, sag ich mal, als Pairing zum Land, zu den Getränken, zur Zigarre passt. Und ich glaube, wie gesagt, der Herr Hauser hat es schon erwähnt, ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, hat Spaß gemacht und darum ging es im ersten Mal. Gut gelungen, kann ich bestätigen. Das ist schön, das freut uns. Die Verbindung zwischen den einzelnen Gängen war ja richtig spannend.
wie baut man das dann auf, wenn Sie so sagen, also anschließend wollen die Kerle ja wieder rauchen, zwischendurch wollen die was Gutes trinken. Das ist ja schon eine große Aufgabe, oder? Ja, ja, man muss sich tatsächlich ein bisschen orientieren, auch an den verschiedenen Geschmäckern der Zigarre. Ja. Also ich habe früher tatsächlich viel geraucht, habe vor ein paar Jahren aufgehört, aber Zigarren rauche ich doch sehr gerne und die haben ja doch eine sehr unterschiedliche Note und das kann man schon sehr, sehr gut abstimmen, auch jetzt zum Beispiel mit so einem Whisky. Jetzt zum Dessert, wir haben eine Schokolade aus der Dominikanischen Republik, ist zum Beispiel eine Schokoladenplantage, wo ich selbst war, ja, Los Ascones, machen die Schokolade für Michel Gusel. Und wenn du selber mal auf so einer Schokoladenplantage gestanden bist, und zum Beispiel Litschi-Bäume oder die Mangobäume, die zwischen den Schokoladenbäumen stehen, schmeckst auch und die Frucht auch wirklich frisch aufmachst und dann man den Fermentationsprozess sieht und wie die getrocknet werden und das in Verbindung mit dominikanischen Zigarren natürlich auch, also mit dem Tabak, es geht schon sehr, sehr gut und dann kommen einfach Erinnerungen auf und ja, so stellen wir sowas zusammen. Also zu den Genussbomben der Zigarre gab es Genussbomben aus der Küche, dazu gab es noch wirklich gute Getränke. Immer ganz wichtig, muss abgerundet werden. Absolut. Hat alles Spaß gemacht, war alles wunderschön. Ich wünsche Ihnen auch hier weiterhin viel Erfolg. Danke, gleichfalls. Und vielleicht sieht man sich mit der nächsten Zigarre bei Ihnen. Würde mich freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ein Event in Hamburg mit Fachhändlern. Zwei Fachhändler habe ich mir rausgeguckt, und zwar nach dem Nord-Süd-Gefälle. Einmal haben wir hier den Platzhirsch, den Herrn Wolter aus Hamburg, und dann haben wir den Herrn Diehl aus München. Der Diehl aus München, das ist natürlich ein Klassiker. Nicht nur Sie persönlich, sondern Ihr Haus. Okay, danke. Ich habe ja 8 Jahre auch in München gelebt und war zu dieser Zeit gerne Gast und Kunde in Ihrem Hause. Schön. Mit einer perfekten Bedienung. Perfekt war das auch, was heute rüberkam. Ich glaube, es hat Ihnen auch gefallen. Ja, es war wunderbar und es war für mich auch typisch hamburgerisch. Ich glaube, diese Stadt konnte diese Art der Veranstaltung wirklich perfekt rüberbringen. Und die Atmosphäre, alles, das hat wunderbar gepasst zu dem Thema Zigarre und auch dann in Verbindung mit Winston Churchill. England ist nicht weit. Eine wunderschöne Geschichte mit dem Winston Churchill. Unbedingt. Ich habe vorhin schon mal gesagt, jedes Produkt, jede Marke, egal in welchem Bereich, braucht immer eine Story. Genau. Und die Story zu diesem Produkt passt wunderbar. So ist es. Es wird auch dann von David auch leicht gemacht, die Geschichte dann noch zu transportieren, die Philosophie. Weil die so spannend ist, so authentisch ist. Man kennt es aus dem Geschichtsunterricht. Und das dann noch zu verbinden mit so einer tollen Zigarre, mit so einem Produkt, macht es als Händler einfacher. Zugegebenermaßen kommen wir gar nicht aus Hamburg. So nördlich sind wir gar nicht. Sind dann eher in Preußen verheimatet als Tabakhaus Simon. Aber so gesehen sind wir auch etwas in dieser großen deutschen Szene, ein etwas unbeschriebenes Blatt. Insbesondere mein Bruder und ich. Wir treten dann nicht so oft in Erscheinung. Jetzt ist es dann eher unsere Mutter. Und als Davidoff in der Familie sind wir ja auch eher seit einem Dreivierteljahr auch Mitglied. Als Ambassador, und so gesehen sagen wir uns dann einfach, man muss Davidoff haben im Portfolio, insbesondere auch den Aficionados, die auch die Möglichkeit zu bieten, über Neuerscheinungen, über jetzt die Winston Churchill hinaus und halt auch dann die Discovery Brands anzubieten. Und es macht es dann für uns einfach, Hochpremium-Produkte auch anzubieten, die einfach funktionieren von der Fermentierung, von der Lagerung, vom Design, vom Marketing. Und so gesehen sind wir froh, heute hier eingeladen worden zu sein. Was Sie heute hier erfahren, und ich meine, das erfahren Sie ja des Öfteren, das müssen Sie Ihren Mitarbeitern ja weitergeben und die müssen es als Multiplikator dem Aficionado, der in Ihren Laden kommt, rüberbringen. Geht das alles so ganz einfach? Ja gut, mit dem Produkt Davidoff würde ich sagen, geht es relativ gut. Wie bei jeder Firma ist nicht alles immer ganz perfekt. Wenn die Unterstützung stimmt, ne? Bitte? Wenn die Unterstützung stimmt. Wenn die Unterstützung und wenn auch, sagen wir mal, dann das Produkt stimmt. Bei dem, ich finde, diese Churchill-Serie ist ein ganz großer Wurf von Davidoff, muss man ganz klar sagen. Und es ist mit Davidoff auch immer leicht. Jetzt habe ich, sagen wir mal, den Vorsprung aufgrund meines Alters, dass ich ihm den Beginn sah. Und wenn wir zurückblicken, in 1970, da war die Zigarre in Deutschland gar nichts. Und für mich war das immer hochinteressant. Zu der Zeit hat Davidoff Fernsehsendungen platzieren können, die über Davidoff berichtet haben. Und diese Sendungen waren für mich, denke ich, ganz wichtig, ausschlaggebend für die Mitentwicklung und die Wiederauferstehung der Zigarre in Deutschland. Weil andere Länder, Schweiz, England, Frankreich, die hatten ja immer ein ganz anderes Level von internationalen Zigarren. Deutschland war immer bei der deutschen Zigarre, bei der holländischen, bei der Sumatra-Zigarre, ja, genau. Und so weiter. Das war die Basis,
für Deutschland. Und Davidoff hat da unendlich viel bewirkt, dass sich das in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Und ich glaube, dieser Grundeinsatz, der dortmals geleistet wurde, der schlägt bis heute durch. Ich meine, der Ruf der Marke und auch die Qualität der Marke, der einzelnen Produkte, die spricht für sich. Und dadurch ist auch leichter, Erfolg zu generieren. Ja? Also wenn die vielen Sendungen damals so viel gebracht haben, dann hoffen wir, dass diese Sendung auch so viel bringt und ja, die Davidoff-Marke auch weiter positioniert. Also ich denke, wir Tabakhändler sind ja heute schon für jede Sendung ganz dankbar. Und wenn Sie sie machen, dann ist es wunderbar. Dankeschön. Also, wir sind auf dem Weg dabei, euch zu unterstützen, das wisst ihr ja. Und viel Erfolg jetzt mit der Umsetzung anschließend. Ich habe gehört, die Limited Edition geht raus ohne Ende. Schnell bestellen, genau. Schnell bestellen und viel Erfolg weiter. Vielen Dank. Winston Churchill und die Davidoff. Die neue Davidoff-Serie heute richtig groß präsentiert im Business Club in Hamburg. Wir waren dabei. Sie haben das Glück gehabt, beziehungsweise Sie haben die Freude gehabt, verschiedene Gesprächspartner zu hören, einfach mitzubekommen, was heute hier in diesem wunderschönen Ambiente auch dargeboten wurde. Ja, und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal an anderer Stelle. Bleiben Sie uns gewogen. Ihr Klaus-Peter Will.